Hallo, hier Dark selber mit dem Let's Play. Land of the Dead, Road to Hitler's Grave. Oh Mann. Hier hat man echt nicht seine Ruhe. Überhaupt nicht. Falls es noch nicht zu Wort gekommen ist, ich bin... Ich spiele ein böses Spiel. Guck! Jack! Der Bauer. Und hier ist eine Kleinigkeit, die sehr schön ist. I know Kung Fu. Kung Fu Fäuste. Wir sind... Die sind... extrem geil. So, Moment. Ja, Land of the Dead Road to Hitler's Grave Part 3. Sei ruhig. Ja, das ist keine Schublade. Okay. Hier haben wir nochmal Medizin. Oh, hier ist nur ein Fenster und die Spüle kann man auch betätigen. Ja, beim letzten Mal haben die Fernsehleute endlich festgestellt, es sind Zombies, die uns da niedermachen. Hier kann ich jetzt auch dran nachsuchen, aber da ist nichts. Ja, und weiter draußen werde ich, denke ich, jetzt auch nichts finden. Also gehen wir doch einfach mal in den Keller. Ist ja immer so sicher. Machen wir mal auf. Oh, der Oma kommt jetzt aber hier nicht. Gut, was haben wir hier? For those of you just tuning in. Ist egal, was da war. Da hinten war sowieso nicht mehr, das weiß ich auch noch. Dass die Oma jetzt einfach angerannt kam, ist jetzt auch nicht so toll. Egal. I did what the man on the TV said and stayed on the farm as long as I could. I got by okay, but those corpses kept coming. The shortwave radio said that the military had some safe houses set up in the city. I was running low on supplies and starting to go crazy all by myself. I had nothing to lose. The city looked like a war zone. Roads everywhere were blocked. I didn't know where to go until I noticed a flicking light in the hospital up ahead. Someone was signaling SOS. I wasn't gonna let a few blocked roads stop me from getting to another living person. I'd go on foot. Ja, toll. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist er da durchgekommen? Okay, er ist vielleicht ein Rennen durchgefahren. Aber jetzt mal so auf der Straße wäre er nicht weit gekommen. So. Also. Neue Waffe, sehr cool. Aber wir haben das auch noch, also benutzen wir das auch. Erstmal. Schlagen sich schon wieder gegenseitig. Oh, ist ja schön. Man sollte das Spiel nicht spielen, wenn man Kopfschmerzen hat. Jedenfalls nicht mit Kopfhörern. Er ist extrem laut. Vielleicht mal dann. Vielleicht irgendwann mal ein bisschen runterstellen. Alte Klappe, Schritt gerade. Oh, hier jetzt irgendwie nicht weiter oder so. Lockt. Ja, nimm mal die Kung Fu Fäuste. Und natürlich. Kack den angehen. Ja, wir haben ja schon alle durch, die alte Oma. Der Packer ist neu. Und schon hat er auch schon das Ding ja auch.
Gefahr. Nichts anderes kommt. Jetzt haben wir ihn nochmal mit anderen Gedärmen. Er sieht ein bisschen... Okay, ich sollte mich auf das Spiel konzentrieren. Ich will schnell schauen lassen. Sonst müsste ich ja irgendwann nochmal neu laden und das wäre nicht im Sinne des Erfinders. So. Sie liegt. Nehmen wir The Rifle nochmal. Der Punker. Unten sind noch mehr. Zwei Stück. Ja. Hau die auch damit weg. Oh, das war nicht gut. Was man sagen muss, die Kung-Fu-Bürste sind doch schon ein nettes Extra. Jedenfalls, wenn man keine Munition mehr hat, sind die perfekt. Es sei denn, dazu später. So, hier sind noch mehrere Türen, aber so viel ich weiß, sind die alle zu. Hier ist, ja, eine dunkle Tür. Egal, ab ins nächste Level! The ever hungry can learn use the weapon after a lot trail end. Sie können also andere Waffen benutzen. Gut zu wissen. Nehmen wir Medizin. Was willst du? Oh! Wir haben Leben. Das ist doch gut. Ah, Munition haben wir noch genug. Da werde ich mich jetzt mal nicht betätigen. Da sind wir doch schon mal liegen. Aber das steht schon auf. Und schon liegt sie. Oh. Oh! Ein neues Tierchen! Und ich treffe nicht mal. Wie das Skelett! Ja. Nicht schlecht. Endlich mal ein neues Modell. Okay, sie haben beim letzten Mal einen Abhol gebracht, aber dafür. Naja. Ein neues Modell pro Level, meinetwegen. Haben wir wieder 24. Es war noch nicht voll, aber ich nehme trotzdem die Kung-Fu-Fäuste. Sind einfach. Als irgendwo. Ein Tropfen, der extrem laut ist. Okay. Wie das? Oh, erschreckt mich doch nicht. Alter! Mann! Oh! Oma! Ein bisschen anderer Kleidung, glaube ich. Aber nun gut. Ja, was Modder alle angeht, erwarte ich hier nicht viel. Hm. Ja, wo lang geht's nun? Nicht hier lang. Okay. Ach, da haben wir unseren Skelettkrieger wieder. Ja, wir sind irgendwie unterwegs. Ich habe jetzt selber gar nicht auf die Story geachtet. Toller Wasserfall. Mit den nächsten Waffen, die Granaten, werden wir sie doch gleich mal einsetzen. Aber vorher muss ich ja nochmal durch. Ich hoffe, man hört mich überhaupt bei diesem Lärm. Gut, machen wir das Ding an. Denn sonst kommen wir ja noch nicht durch. Lohnt tut sich das nicht.
Das war schlecht. Okay, nehmen wir die Rock. Er sieht ein bisschen dreckiger aus, muss ich zugeben. Alfie hat sich da auch... Ja. Okay. Das war schlecht. Oh, endlich Ruhe. Dieser Wasserfall ist extrem laut. Ich konnte noch nicht mal hier den Timer hören, also den Wecker. Oh. Okay, beende ich hier erstmal jetzt kurz an den, Part. Dies war's vom Let's Play Land of the Dead Road to Fiddler's Green Part 3. Euer Dark Saber. Bis gleich.